Deshalb feiern wir Gottesdienst in seinem Namen und freuen uns, dass er bei uns ist. Amen. Hallo, Frederik. Ja, hallo. Na, Frederik, wie geht's denn so? Oh, danke, es geht gut. Bisschen diese doofe Maske, die nervt so ein bisschen. Aber sonst geht's gut. Na, das ist fein im Endeffekt. Und freust du dich, dass wir heute wieder da sind? Oh ja, dass das noch einigermaßen klappt, dass man zumindest mal einen Gottesdienst hier halten kann. Alles andere ist jetzt so. Ich wäre so gerne in den neuen Film gegangen. Da kommt jetzt Jim Knopf. Und ich mag diesen Lukas und Jim Knopf und den hätte ich so gern gesehen. Aber ich kann nicht. Und ich kann nicht Auto fahren. Gell, du kannst nicht Auto fahren. Nein, kann ich nicht. Komm mir noch mal über das Lenkrad. Ja, gell, das ist schon schwierig. Und mitnehmen, dass du ins Autokino gehst und mitgenommen wirst. Oh, das wäre eine Idee. Könnte man vielleicht mal versuchen. Ja, aber jetzt sind wir erstmal hier. Und was machen wir hier? Oh, wir feiern ganz, ganz toll. Gottesdienst. Und groß singen dürfen wir ja nicht. Aber dafür haben wir heute ein paar Lieder rausgesucht, um mitzumachen, tanzen und leise mitzusungen. Das dürfen wir ja machen. Genau, und das machen wir zuerst. Na, ganz einfach. Einfach spitze summen und tanzen. Genau, alles klar. Alle aufstehen. Manchmal bin ich traurig, oft weiß ich nicht, warum. Wer ist da, der mich in seine Arme nimmt? Geborgen ist mein Leben in Gott, er hält mich in seinen Armen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mich niemand leiden kann. Oft mag ich mich selbst nicht. Wer ist da, der mich verstehen kann? Manchmal bin ich feige. Ich rede, auch wenn ich schweigen sollte. Mir fehlt der Mut, das Rechte zu tun. Wer ist da, der mir hilft? Geborgen ist mein Leben Gott. Er hält mich in seinen Händen. Wir singen jetzt das Lied Heute ist der Tag, beziehungsweise wir summen, die Nummer 4, Strophen 1 bis 4. Thank you.
ist ein reicher Mann. Er hat viele Freunde und Freundinnen. Eines Tages möchte er alle zu einem Essen einladen. So verschickt er Einladungskarten an alle, die er einladen möchte. 2 Wochen später bereitet er seine Wohnung vor, während ein wunderbares Essen gekocht wird. Ich mache mir den Tisch hier, damit ich mache Gäste hier für den Geburtstag. Ja, meine Gäste, die habe ich jetzt eingeladen. Und die werden nicht hoch. Hoffentlich nicht vergessen haben. Nun ist alles vorbereitet. Dankeschön. Aber der Hausherr bleibt allein. Kein Gast kommt. Der Hausherr macht sich Sorgen und denkt: Meine Gäste werden doch die Einladung nicht vergessen haben. Ich schicke mal meine Magd los. Und die sollen mal meine Freunde einladen und holen. Magd, geh mal los. Nach einer Weile kommt die Magd auf dem Pferd zurück und sagt zu dem Hausherrn: Dein Freund hat keine Zeit, er hat einen Acker gekauft, den er sich heute ansehen muss. Doch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Kauft er sich heute einen Acker? Jetzt, wo ich so schön gedeckt habe. Hol mal meinen zweiten Freund. Der wird doch wohl Zeit haben. Die Magd reitet ein zweites Mal los und kommt kurz darauf wieder. Dein Freund sagt, er hat einen Ochsen gekauft, den muss er begutachten. Na, was? Was? Echt? Heute? Währenddessen das Essen hier steht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also Herr, echt. Das holt mein dritten Freund. Die Magd reitet ein drittes Mal los und kommt auch dieses Mal kurz danach wieder. Dein dritter Freund hat gerade geheiratet und möchte seine Frau nicht alleine lassen. Warum bringt er sie nicht einfach mit? Also ist doch genug da? Mensch, alle haben mich sitzen lassen. Das kann ja wohl nicht sein, Herr. Geh nun noch mal raus und schau auf die Straße und hol die Armen und Kranken rein. Das Essen ist doch zu schade, um es wegzuschmeißen. Die Magd geht weg und kommt mit ein paar Leuten wieder zurück, die kein Dach über dem Kopf haben. Diese werden so... Magd, es ist noch Platz hier. Geh noch mal raus, lade noch mal Menschen ein, die kein Dach über dem Kopf haben. Ja, dann kommst du auch noch mit. Du darfst heute auch speisen. Die sollen alles satt werden. Genau, hier. Diese Geschichte hat Jesus erzählt. Er hat gesagt, Gott ist wie ein Hausherr, der alle zu sich einlädt, damit alle mitfeiern können und satt werden. Und auch wir sind eingeladen, zu Gott zu kommen. So wie ihr heute alle in die Kirche gekommen seid. Für alle hier zu Tisch ist genug da und auch für uns ist zu essen. Jetzt singen wir das Lied Heute ist der Tag, wieder die Strophen 5 bis 8. Heute ist der Tag, an dem ich mich freue.
Guter Gott, wir bitten dich für alle Menschen, begleite sie mit deinem Segen und sei ihnen immer nah. Eine Bastelanleitung, passend zu Weihnachten, kann man auf relativ einfache Art und Weise die ersten Weihnachtsbäumchen basteln. Mal vorne im Endeffekt hingelegt. Opferschweinchen ist heute ja kein Schweinchen, sondern wir sind hier in der Vorderkirche, also vorne einfach der Opferstock. Da sammeln wir weiterhin für die Schneeflocke, einfach um da zu helfen. Der nächste Gottesdienst habe ich auch auf dem Terminplaner oben vorne nochmal dargestellt. Ist nicht am 20.12., das funktioniert einfach mit dem Management hier in der Kirche nicht, sondern ist es am 13., also eine Woche vorher, also heute in 3 Wochen. Genau, da feiern wir natürlich wieder Weihnachten, ganz klar. Und wie schon gesagt, es findet jetzt die nächsten, wenn nichts anderes passiert und sich nichts ändert in Sachen Corona und Co., dann finden immer die Gottesdienste jetzt hier in der Pauluskirche statt, um 10 Uhr, damit das im Endeffekt mit den anderen Gottesdiensten auch übereinpasst. Und wir versuchen heute mal aufzunehmen und haben auch, wenn ihr dann mal gucken wollt, dann im Laufe der nächsten Woche, wenn wir es eingestellt haben, dann haben wir auch die Bastelanleitung vielleicht sogar als Video oder als kleine Überraschung hinten dran gehängt. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, und jetzt kommen wir zum Segen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.